Hey, schön seid ihr mit dabei am Open Air Etzigen. Vorhin hat er gerade noch das Zelt verzaubert hier am Freitag oben und jetzt ist er bei uns Backstage. Bastian Baker, willkommen. Merci vielmal. Hey, gerade eben das Konzert fertig. Nimm uns schnell ein bisschen mit. Wie war es gewesen? Es war fantastisch gewesen. Ich liebe meinen Job. Ich habe jede Sekunde genossen. Das Publikum hier ist super. Ich habe Gänsehaut gehabt, ich habe Emotionen gehabt und ich habe das Gefühl, wir haben einen super Moment mit dem Publikum zusammen geteilt. Und es war ein ganz spezielles Konzert gewesen, fast nur du allein auf der Bühne. Wie hat es funktioniert mit dem Publikum zusammen? Du so akustisch mit der Gitarre und das Publikum am Abtoben, oder? Ja, das sollten wir das Publikum fragen. Ich habe das Gefühl, dass es super war. Aber wahrscheinlich laufen jetzt alle um das Festival und sagen, hey, nein, der hat schon einen Schlagzeuger gebraucht. Nein, aber ich bin dieses Jahr ununterbrochen Akustik auf Tour bis Februar. Und es klappt für kleine Theater, es klappt für so Shows. Ich habe auch damals in 2018 eine Vorband von Shania Twain im Stadion allein gespielt. Ich liebe es so. Ich habe das Gefühl, ich kann mich selber sein, ich kann spontan sein, ich kann Setlist adaptieren mit der Stimmung. Ich kann ja, so spontane Entscheidungen machen. Ich liebe das Setup. Und du hast mir ja gerade vorhin im Vorgespräch tiptop aufzählen, wenn das alles deine Auftritte bisher im Open Air Etzigen hier waren. Warum bleiben dir speziell die zu Etzigen so gut? Ich weiss es nicht. Ich glaube, ich habe den Namen von der Stadt schon gerne, Etzigen. Es tönt einfach gut, um ans Publikum zu rufen. Aber nein, ja, 2012, 14, 19 und 24. Hey, Luke Keonix ist ein Festival, das mir seit dem Anfang unterstützt hat. Ich komme immer wieder gern. Es ist, glaube ich, das erste Jahr, wo wir keinen riesen Sturm haben. Perfektes Wetter. Ja, es ist speziell. Ich weiß nicht. Ich habe das immer genossen da, immer geschätzt, immer geliebt. Und schade, dass es nicht noch 30 Jahre mehr gibt. Und hast du etwas gemerkt? Etwas ist neu auf dem Gelände. Ist dir etwas aufgefallen? Etwas ist neu wo? Auf dem Gelände ist irgendetwas neu. Ah, also das Jahr frisch hergestellt. Du hast eine neue Frisur? Ja, nein, sehen wir jetzt nicht. Nein, das Zirkuszelt, das passt doch zu dir, oder? Fühlst du gerade daheim wieder im Zirkuszelt? Früher gewesen? Es war das Zirkus Monti-Zelt. Ah, ja. Okay. Ja, ich bin daran gewöhnt jetzt, etwa zwei Jahre mit dem Zirkus Knie zusammen. Und wegen dem, glaube ich, habe ich mich auch so wohl gefühlt. Das erste Mal in diesem Zelt. Normalerweise da rechts gespielt mit der Band. Aber es hat perfekt gestimmt. Es war wirklich cool gewesen. Und ja, die Stimmung war mega speziell gewesen und es sieht einfach schön aus. Es ist wirklich cool. Und jetzt, der Sommer ist natürlich für dich sicher auch noch lang. Es kommen noch weitere Konzerte dazu, akustisch. Wie viel Spass macht es dir? Mega Spass. Weißt du, ich habe das Glück, dass ich das seit 15 Jahren kann machen kann, dass meine Leidenschaft mein Job geworden ist. Und, es ist einfach etwas Spezielles. Ich habe vorher mit Management geredet und gesagt, hey, gibt es einen neuen Weg, dass wir wirklich das jeden Tag machen könnten? Weil es ist einfach so viel Spass und wenn dein Job ist, einfach eine gute Zeit zu haben mit den Leuten, sie Freude geben und so, ja, das ist einfach das ist abartig geil. Das ist einfach etwas sehr, sehr, sehr Spezielles und ich schätze es sehr und ich weiss, dass ich sehr glücklich bin. Und wie schwierig ist es, allein einfach nur du und die Gitarre auf der Bühne, nicht irgendwie noch eine gesamte Band mit dabei zu haben? Schau, für mich, ich stelle mir die Frage nicht. Ich mache es so gerne. Das ist auch genau so, habe ich angefangen. All die Songs, die ich habe, sind alle zuerst auf Gitarre geschrieben worden. In meinem Zimmer daheim bei meinen Eltern war zuerst wirklich nur Gitarre und Stimme. Und nachher, klar, im Studio kann man krasse Sachen machen mit Arrangement und so. Und das habe ich auch immer geliebt. Zu sehen, wo sie gehen, in welche Richtung sie gehen, die Songs, wie sie tönen können und so. Aber das ist wie so back to the roots. Und wegen dem ist es nicht wie etwas Neues oder etwas, das ich musste neu lernen oder üben. Das ist wirklich etwas, das ich einfach so sehr gerne mache. Und ich könnte wirklich jahrelang auch so touren. Das müssten wir eben an meinem Band nicht zeigen, das Interview. Ah, es geht jetzt auch noch ein bisschen weiter mit dem Konzert, das weitere Programm. Wie sieht es aus bei dir? Es sieht sehr gut aus, merci. Nein, es ist cool. Ich habe noch ein paar Sommerfestivals
Und nachher ist mehr so Theater und so. Wir spielen in der Region sehr viel eigentlich. Viermal ausverkauft im Mule Hunziken, zweimal ausverkauft im Burgdorf, im Theater. Wir probieren jetzt noch mehr Shows zu anbieten. Ich muss nachher noch schauen, wie man das machen kann. Aber ja, ihr könnt trotzdem probieren. Es hat noch andere Shows, die noch Platz haben. Bastianbaker.com. Und ja, das ist genau das. Es wird einfach ich allein auf die Bühne und wir werden zweieinhalb Stunden einfach Musik machen. Song wünschen, das ist das ganze Konzept vom Tour. In den Theater, Leute kommen und wünschen sich Songs und ich tue sie spielen. Also von meinen Songs, gell? Nicht, ich bin nicht einfach so ein Jukebox, der jeden Song in der Welt schon kennt. Schon nicht, gell? Genau. Du hast natürlich ganz viele schöne Songs. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du heute Abend hier gesehen am Open Air Hetzigen. Merci vielmals für den Besuch, Bastian Baker. Merci vielmals, es hat mich wirklich gefreut. Dankeschön und bis hoffentlich sehr gleich. Sehr bald. Und euch allen zusammen wünschen wir natürlich weiterhin ganz viel Spass hier am Open Air Hetzigen. Genießt euch ein Lieblings-Open Air.